Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Hearts Medicine. Wir sind auf der Entbindungsstation. Sophia ist schwanger, Allison hat sich noch nicht wieder mit ihrer Mutter versöhnt. Und wir starten jetzt die nächste Herausforderung. Finde so viele Olivers, wie du kannst. Okay, das kennen wir schon. Ich weiß nur noch nicht, an welchen Plätzen der Oliver hier so auftaucht. Und ich kann auch gerade nicht gucken, wie viele Punkte wir brauchen. 260, da ist er. Und da ist er und hier hinten. Und oh mein Gott, überall Oliver, was ist denn hier los? Und ich sehe schon, wir haben jetzt einen Schnuller dazu bekommen. Wir haben andere Söckchen, es könnten aber auch Handschuhe sein. Ich glaube, das sind Handschuhe. Und was ist sonst noch neu? Wir haben da unten noch eine Liege bekommen. Aber ich denke, darauf sollte ich mich gleich konzentrieren, wenn wir im ganz normalen Level sind. Dass wir jetzt auch überall hier den Oliver finden. So, wo bist du? Hier bist du. Und da bist du. Und da bist du. Und vielleicht haben wir Glück und finden noch einen Oliver genau in der Gebärmutter. Fände ich irgendwie witzig. Da ist er, da ist er, da ist er. So, läuft aber ganz okay, würde ich sagen. Zwei Diamanten geholt. Okay, ich hoffe, den dritten. Oh Gott. Den dritten müssen wir auch noch bekommen. Oliver, wo bist du? Ich brauche mehr Olivers. Ich brauche mehr Olivers. Ich finde keinen mehr. Da ist er. Ich brauche mehr Olivers, bitte. Nein. Nein. Leute, nee, nee, nee. Ich weiß, wir haben es... Nee, ich möchte nochmal machen. Ich möchte das echt nochmal machen, weil das ist nicht so schwierig eigentlich. Da muss ich mich nur gut konzentrieren und ich habe jetzt auch gerade, ja, wie gesagt, auf die anderen Sachen hier ein bisschen geschaut. Da ist er, da ist er, da ist er. Und von daher war das nicht ganz so cool. Da ist er. So, jetzt weiß ich auch, wo ungefähr er hier auftauchen kann. Da ist er, da ist er. Und da ist noch einer und da ist noch einer. Ach, da hinten auch noch. Oh Gott. Oliver, Hilfe. Ich glaube aber, ich bin ein bisschen besser als vorhin, oder? Da ist er. Wo ist er? Da ist er. Konzentration. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Oh Gott. Oliver, du machst mich ganz verrückt. Da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Du machst mich ganz verrückt. So, wir haben jetzt schon die zwei Diamanten. Ich hoffe, dass wir den dritten auch noch bekommen. Ja, komm schon. Nochmal werde ich es nämlich nicht machen. Da ist er, da ist er. Ich sehe nicht. Da ist er, da oben ist er. Boah, ganz mies versteckt teilweise. Haben wir es? Oh, wir haben es. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Also bei so kleinen, schnellen Prüfungen. Ich hab's doch gewusst. Genau in der Gebärmutter taucht einer auf. Ja, bei so kurzen Prüfungen finde ich es auch okay, das dann nochmal zu wiederholen. So, wir starten mit Level 34. Heitere das traurige Baby auf. Oh. Machst du mit? Wie geht es dir? Gut, alles ist perfekt. Ich muss mir um nichts mehr Sorgen machen. Das ist wunderbar, Allison. Oh nein. Hey, wolltest du mir vor der OP nicht noch irgendetwas sagen? Ja, nicht so wichtig. Wie ich sehe, beginnt gleich deine Schicht. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Allison. Oh nein, jetzt war der Connor wieder da und... Ach, ich weiß ja nicht. Boah, wenn die nochmal was mit Daniel anfängt... Ey, nee, das finde ich... Achso, hier hin. Das finde ich nicht gut. Echt nicht, das darf nicht sein. So, du gehst oben hin, du gehst hier hin. Das finde ich echt richtig, richtig blöd, muss ich sagen. So, du kommst hier hin. Bei dir machen wir den Ultraschall. Wo ist das Baby? Da ist das Baby. Ja, ich weiß nicht. Jetzt habe ich mich so an Connor gewöhnt und Daniel. Ach, der Daniel ist doch eigentlich ein Idiot. Auch wenn er jetzt nett ist und auch wenn er am Anfang noch nett war. Ich weiß ja nicht. Oh, da ist Oliver und dem Baby geht es auch nicht gut. Da gehen wir mal eben ganz fix hin. Sehr schön. So, das darf ich nicht vergessen. Bei dir das Gleiche, ne? Genau. So, schicke ich dich nach oben, behandle ich dich. Schicke dich eben kurz hier hin. 295 Punkte. Okay. Ja, nee, ganz ehrlich, also das mit Daniel, ich weiß nicht. Oh, wo ist das Fläschchen? Ach, hier. Kann ich das auf Vorrat machen? Wie lange dauert das denn? Oh, oh, das, ja, das dauert ein bisschen. Okay, das ist dann für dich. Du gehst dann hier hin. Ich finde das so doof, ne? Ganz ehrlich, das ist so ein Idiot. Ganz egal, wie nett der jetzt zu ihr ist. Also, nee. Weiß ich nicht, muss nicht unbedingt sein. So, das machen wir. Du kommst hier hin, du gehst dahin, dann kassiere ich mal eben kurz. Allison, beeil dich ein bisschen.
Damit wir hier nämlich auch gleich noch eine schnelle Behandlung. Na, ich glaube, das bekommen wir nicht hin. So, du gehst hier hin, bei dir die Windel wechseln. Ach ja, ja, komm schon. Darf ich auch nicht vergessen, da zu ziehen. So, Allison, jetzt ein bisschen schnell. So, so war das. Nein, Kuscheltier. Und dann nochmal. Und dann die neue Windel. So, hier hin, dahin und für dich dann die Giraffe. Dann machen wir hier nochmal den Ultraschall. Du kommst auf den Ball. Dich schicke ich hier oben hin. Mist, das hat hier auch nicht mehr funktioniert mit der schnellen Behandlung. Schade. Schade, schade. Wir gehen nochmal schnell zum Baby. So, legen dich hier hin, legen dich hier hin. Kassieren werde ich jetzt noch nicht. Ich warte da jetzt nochmal eben auf eine andere zumindest. Ach, du bist sogar schon fertig. Okay, dann gehe ich nochmal hier hin. So, dann schicke ich dich auf den Ball. Dann komme ich zu dir. So, dann müssen wir ziehen. Oh nein, geh schnell vom Ball runter. Genau, dann tauschen wir. Konnte ich das Tauschen endlich mal wieder benutzen. So, du gehst jetzt dahin, dann kassieren wir ab. Du kannst dich schon mal hier hinlegen. Du gehst hier hin und du gehst da unten hin. Dann komme ich erst zu dir, dann zum Baby. Oder zieht sie das? Ah, sie zieht das wieder vor. Okay, gut, gut. Ist aber okay so. So, viermal müssen wir das noch machen. Du bekommst dann den Ultraschall und du legst dich hier hin. Oh, Allison, gehst du bitte? Allison, gehst du bitte da unten hin? Was war das jetzt? Warum hat sie es nicht gemacht? Ich weiß es nicht. So, du gehst hier hin, du gehst auf den Ball. Wir gehen... Ja, jetzt macht es nämlich doppelt, ne? Das war jetzt nicht so der Plan, Allison, aber macht nichts. So, du möchtest auf den Ball und hier tauschen wir. Du kommst hier hin, dann kann ich dich noch eben behandeln. Und dann würde ich sagen, du bist auch fertig. Genau, dann kassieren wir nämlich hier. Dann lege ich dich hier hin. So, du bekommst dann gleich die Giraffe. Du kannst schon mal dahin, machen wir erst das. Bringen dir dann gleich die Giraffe vorbei. So, dreimal müssen wir das Ganze noch machen. Für dich ist dann die Windel. Und dann müssen wir auch gleich wieder ein paar Giraffen... Nein! Ein paar Giraffen aufstocken. Okay, so. Windel für dich. Mist, da haben wir gerade ein Herz verloren. Ach, wie doof. Hat er jetzt... Oh, er hat auch keine goldenen Herzen und da fehlt sogar ein komplettes. Okay, dann machen wir das so. Ich schicke dich hier hin. Und wir haben 217 Punkte. So, du kommst nach oben. Und dir bringe ich einmal das Zeug für den Ultraschall. Okay. So, dann gehst du auf den Ball, du bist soweit fertig und du hast jetzt hoffentlich mal goldene Herzen, gleich wenn du da fertig bist. Ich gehe erstmal hier hin, dann lege ich dich dahin, komme zu dir. So, dann komme ich zu dir, dann müssen wir da wieder ein paar Atemübungen machen. Okay, du gehst auf den Ball, du kommst auf die Spieldecke. So, zweimal noch das Baby aufheitern. Du hast goldene Herzen, das ist super, dich legen wir hier hin. Ach ja, Giraffen aufheitern, stimmt. Und ich wollte gucken, ob ich die Milch im Voraus machen kann. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht funktionieren wird. Und ich habe auch gerade nicht wirklich die Zeit, das zu testen. Ich hoffe, das ist jetzt hier die letzte Station für dich. Jawohl, dann kannst du nämlich dahin. Ich gehe nochmal ganz schnell hier hin. Und dann bringe ich dir die Windel und schicke dich hier hin. So, einmal... Na, komm schon. Einmal die Windel wechseln. Mist! Also wenn er das Kuscheltier möchte, dann klappt es echt nur ganz schwer mit den drei Herzen. Oh, ich hätte kassieren müssen, ne? Wo ist es denn? Ach, da oben ist es. Okay, pass auf, wir kassieren mal eben kurz. Genau, dann kann er da nämlich, kann er da noch mitkommen. Und du, mein Lieber, gehst nach oben. Wir kommen ganz schnell zu dir. So, sollte aber jetzt durch die beiden hier hoffentlich noch machbar sein. Da kommt sogar noch jemand. Ach, super. So, dann gehst du dahin, Schichtende. Okay. Und bei dir machen wir noch einen Ultraschall. Und ich muss auch einmal noch das Baby aufheitern. Das bedeutet eventuell jetzt ein bisschen rauszögern. Ja, da ist es auch, ist fein. Ding. So, haben wir es geschafft und haben jetzt auch die drei Sterne geholt. So, weiter geht's. Oh, neues Minispiel. Drehe das Baby. Stelle sicher, dass sich das Baby in der richtigen Lage befindet, okay? Hallo, hier ist Allison. Quinn, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, noch einmal zurück in diesem Raum... Mein Gott. Noch einmal zu diesem Raum zurückzukehren. Das Kapitel ist für mich jetzt abgeschlossen. Ich verstehe ja, dass du eine Tests durchführen musst. Hallo? Ein Test, Quinn, aber das war's dann. Du hast also gesehen, wie sie mit dem Kind verschwunden ist? Ja, und sie haben auch all ihre Sachen mitgenommen. Hey, ich habe die gleiche Stimme wie du, wie immer. Sie ist weg? Ja, und wir konnten noch nicht alle postoperativen Tests abschließen. Sie ist weg? Ich glaube nicht, dass du mir zugehört hast, Allison. Wir müssen diese Tests durchführen. Diese Tests sind doch nur reine Formsache, Quinn. Außerdem können wir die Patienten nicht gegen ihren Willen hier behalten. Während der OP gab es mehrere Abweichungen, Allison. Quinn, war die OP ein Erfolg? Ja, aber... Dann ist sie nicht mehr länger unser Problem. Boah, die ist...
Ist aber auch ganz schön hart, ne? Aber gut. So, nächstes Level 35. Erziele zumindest einen Goldpatienten jeder Art. Okay, bedeutet einmal ein Mann in gestreift, einmal eine Frau, die dunkle Haare hat. So sehe ich das richtig? Oh, nicht wieder die Besenkammer. Komm schon, du musst doch hier irgendwo sein. Daniel? Es tut mir leid, Allison. Ich wollte dir deine gute Laune nicht verderben. Die Akte. Sie ist weg. Aber sie muss doch hier irgendwo sein. Ich schaue nach meiner Schicht vorbei und helfe dir beim Suchen. Danke, Allison. Also ich glaube, wenn irgendwie der Victor oder so die Akte hätte, dann würde er schon was sagen, ne, längst. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell der Connor die Akte gefunden hat. Dass er da, ja, keine Ahnung, irgendwie in der Besenkammer war und sich nochmal vergewissern wollte, ob da nicht vielleicht doch irgendwie was ist und ob Allison mit all dem doch noch recht hat. Keine Ahnung, dass Connor die irgendwie hat, könnte ich mir jetzt so denken. So, dann komme ich zu dir. Dann, für eine reibungslose Geburt muss sich das Baby mit dem Kopf nach unten befinden. Die Lage ist noch nicht ganz richtig. Das Baby muss mit dem Kopf nach unten zeigen. Drück und halte den Knopf und versuche es erneut. Ach so. Ach so. Okay. Ja. Ach so. Ah, ich kann. Ah, ich kann nur in eine Richtung. Alles klar. Wow, das dreht sich aber. So, so ist doch gut, oder? Hervorragende Arbeit. Das Baby ist bereit für seinen großen Auftritt. Denk daran, hier langsam vorzugehen oder das Baby dreht sich zu weit und du musst die Drehung wiederholen. Ja, das habe ich gerade zu spüren bekommen. Okay, so, dann komme ich zu dir. Goldpatientin jeder Art. Das bedeutet, dass ich vermutlich auch ein bisschen darauf achten muss, wen ich hier schon hatte. Ne? Ich komme jetzt erstmal zu dir. So, ach ja, das Fläschchen, genau. Ah, Mist. Kriegen wir das noch hin in der Zwischenzeit, hier den Ultraschall? Aha. Den Ultraschall zu machen, weiß ich jetzt nicht, ob das so klug war. Na, komm schon. So, dann ist die Flasche für dich. Dann legst du dich hier hin. So, wir haben jetzt die dunkelhaarige. Oh Gott, kann ich mir gar nicht merken. Oh nein, da läuft sie. Oh, sie läuft einmal komplett rum. Ach so, auch hier sind die. Mein Gott, doof. Doof von mir. Ja, ganz, ganz doof. Aber gut, also die dunkelhaarige hatten wir schon. Wir haben schon, du dahin. Wir haben schon die, die ein bisschen älter aussieht. Wir haben die mit der Brille. Okay, das bedeutet, wir brauchen im Endeffekt noch die Männer, ne? Okay, du kommst erstmal hier hin. Pass mal auf, wir kassieren mal kurz. So, wir brauchen beide Männer. Das sind, glaube ich, die einzigen Männer, die tatsächlich auch hier sind. Ich komme ganz schnell zu dir. Du gehst dahin. So, dich setze ich dahin. Was ist das hier? Achso, das ist das Baby. Oh, Leute, das ist nicht... Oh, oh. Oh, hat aber noch gepasst. Oh, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, er hat auch goldene Herzen. Super, dann haben wir den Mann, dann haben wir sie. Du gehst dahin, du legst dich hier hin. So, das ist jetzt der gleiche Mann. Okay. Dann komme ich erstmal zu dir. Dich schicke ich dahin. So, sie haben wir nicht. Also, sie hatten wir schon. Aber wir haben jetzt ihn noch nicht, ne? Dann bringe ich dir die Windeln. Hallo, Oliver. Und dann kann ich mal eben kurz, das mit der Flasche war jetzt ein bisschen doof, habe ich ein bisschen später gemacht. So, dich schicke ich dahin. Schaffen wir das noch als schnelle Behandlung? Nee, schade, schade. Passt nicht mehr. So, seid ihr denn jetzt zu fünft? Ja, ihr seid zu fünft. Du gehst dahin. Einen haben wir aber schon dazu bekommen. Ach, jetzt haben wir alle. Oh, super. Oh, das ist ja richtig gut. Gut, dann gehen wir gleich dahin, wenn wir das Baby haben. Na, komm schon. Nein! Wo ist denn der Rest? Hier, ja. Huh, haben wir doch. So, dann du dahin, dann du dahin. Dann kommen wir nochmal zu dir. Müssen dann ein paar Atemübungen machen, genau. So, komm dann zu dir, schicken dich dahin. Das ist nicht so leicht. Genau, weil der Pfeil nämlich... Ja, weil der Pfeil nicht wirklich in der gleichen Position ist. Aber okay. So, dann kommen wir zu dir, machen hier noch ein paar Atemübungen, schicken dich dahin, bringen dir mal eben kurz den Schnuller. Mist, das hätte ich ein bisschen anders machen sollen. Ich hätte erst zu ihr gehen sollen. Gut, dann gehen wir dahin, müssen dann jetzt hier nochmal das Baby... Hat es gepasst? Ja, sehr schön. Also ein bisschen Spielraum hat man da, das ist ganz nett. Du kommst hier oben hin. Euch kann ich jetzt hoffentlich noch ein bisschen warten lassen, oder? Bis ihr wenigstens zu fünft seid. Finde ich ganz gut. So, dann nochmal da die Behandlung. Dann komme ich zu dir, dich schicke ich auf den Ball. Und dann bist du soweit fertig, ne? Du legst dich hier hin. Dann fülle ich gleich mal eben kurz die Schnuller auf, ich hoffe. Und dass wir das noch so hinbekommen, dass wir hier noch die schnelle Behandlung haben. Nee, schade, hat nicht mehr gepasst. Ne? Nee, leider nicht, aber gut. Und Schnuller hat sie auch nicht aufgefüllt. Gut, ich weiß nicht warum, Allison, aber passt schon. Muss ich das von hier? Nee. Macht sie das denn nicht? Ich habe keine Ahnung. Jetzt hat es auf jeden Fall getan. So, Windeln wechseln und dann kommen wir zu ihr. Du möchtest... Aha, du möchtest das hier. Mann, das
Es ist so schwer, da tatsächlich drei Herzen zu bekommen. So, du gehst hier hin. Das machen wir eben bei dir. Dann machen wir noch schnell den Ultraschall. So, wo haben wir es denn hier ganz unten? So, du bist jetzt fertig. Du hast goldene Herzen. Du nicht. Du kommst hier hin. Ach ja, die Flasche. Hole ich das mal eben in der Zwischenzeit. Dann machen wir das so. Dann wird da wenigstens noch eine schnelle Behandlung. So, du bist jetzt auch fertig. Dann untersuchen wir nochmal. Dann seid ihr fertig. Und wir brauchen 305 Punkte. Okay. Schaffen wir aber. Gehe ich jetzt mal von aus, wie immer eigentlich. So, du legst dich hier hin. Du kommst auf den Ball. Was brauchen wir bei dir? Den Schnuller? Ach, ich wollte das ja mit der Milch testen, ne? Wisst ihr was? Das mache ich mal eben kurz. Du gehst dahin. Wir kümmern uns um dich. Dich lege ich dahin. So, nochmal das Baby drehen. Oh, das dreht sich jetzt nicht so schnell. Jo, hat aber funktioniert. Super. So, jetzt das Ganze mit der Milch ein bisschen beobachten, wie das da funktioniert. Hier müssen wir nochmal drehen. Oh Gott. So, ja, sehr schön. So, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen Atemübung machen. Dann nochmal behandeln. Du gehst hier hin. Oh, das mit der Milch scheint zu funktionieren, oder? Dass man die da immer schön auf Vorrat hat. Also die verdirbt nicht oder so, wird nicht wieder kalt. Das ist doch ganz gut. Ja, schön. Muss ich dann schauen, wenn ich Zeit dazu habe, dass ich die immer... Na, das war klar. Dass ich die mal auf Vorrat habe. Na, kommt schon. Ja, hat sogar noch geklappt mit drei Herzen. So, dann noch der Schnuller für dich. Das können wir nochmal machen, falls jetzt noch jemand kommt. Und dann kassieren wir mal eben und haben relativ viele Punkte. Schön. So, du legst dich hier hin, du kommst hier hin. Dann komme ich direkt mal zu dir. Was möchtest du? Eine Behandlung. Du bekommst auch eine Behandlung. Und dann passt es, oder? Ist doch schon Schichtende. Juhu! Alles geschafft. Ach, sehr schön. Ich habe überall in diesem Schrank nachgeschaut, Allison. Sie ist nicht da. Was würdest du tun, wenn du zufällig eine Akte finden würdest? Ich würde sie in dieses Büro bringen. Vielleicht hat genau jemand das getan. Durchsuchen wir dein Büro. Ach so, durchsuche jeden Papierstapel, den du finden kannst, okay? Na, dann such mal Allison. Hier haben wir noch einen, da haben wir noch einen, da haben wir noch einen. Ach so, Daniel hilft sogar mit, das ist natürlich fantastisch. Ach, das hier zählt, oh Gott, zählen die alle dazu? Okay, dann da noch und von mir aus hier noch. Na, ich bin mir nicht so sicher, ob die beiden da jetzt fündig werden. Also ich könnte mir das, wie gesagt, mit Connor echt vorstellen. Also ich meine, alle anderen wissen ja auch darüber Bescheid. Also ich meine, seine Mutter weiß das, der John weiß das doch auch, ne? Sein Vater weiß das auch und... John weiß es doch... Weiß der das? Ich dachte, weiß der das? Ich bin mir nicht sicher. Aber egal... Auf jeden Fall hätte der Viktor schon längst was gemacht, wenn er das erfahren hätte. Das ist die letzte. Ich drück die Daumen. Okay. Suchst du die hier? Oh oh, so viel dazu. So viel dazu, Leute. Die nächste Prüfung machen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, das nächste Level eher nicht so. Räume die Unordnung auf und hilf den Patienten. Was? Was? Was zur Hölle? Kann ich dich trotzdem schon dahin schicken? Oh, ich muss ja... Na klar. Ui, 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 ui. Moment, Moment, Moment. Oh Gott. Oh Gott, wie viele Punkte brauchen wir? Gleich mal eben kurz schauen. Boah, 450 wird schwer. Nee, Quatsch. Ach, das ist dumm, was ich hier mache. Ich muss das ein bisschen... Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Du kannst erstmal auf den Ball. Kann ich schon die... Ich kann die Windel noch nicht mal nehmen. Doch. Jetzt nimm die Windel. Boah, ist das schwer. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, Leute. Oh Gott. Das kriegen wir niemals hin. Du gehst dahin. Boah, das... Das schaffe ich niemals. Kann ich euch jetzt schon sagen. Das kriege ich nicht hin. Bring die Milch. Bring die Milch. Boah, Allison. Oh, dich schicke ich dahin. Bring nochmal die Milch und die Giraffe für ihn. Boah, ist das Wahnsinn? Hast du jetzt... Ah, ich hab... Na. Starten wir es neu. Die Zeit ist eigentlich relativ nett, muss ich sagen. Von daher, das
fertig. Oh Gott, du gehst auf die... Ja, geh auf die Liege bitte. Oh, kann sie gar nicht, ja. Oh, ist das schwer. Dahin. Ich komme gerade überhaupt nicht klar, wie ihr vielleicht seht. Ich kann auch nicht kassieren. Ihr müsst alle leider ein bisschen warten. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Ich räume jetzt hier komplett auf. So, du bringst das und das. Bring das hin, Alison. Dann bringst du das und das. Dann gehst du hier hin. Dann komme ich zu dir. Dann, Alison, machst du was? Starten wir es neu, Leute? Ich bin gerade ganz... Ich weiß nicht, warum sie nicht läuft. Ich bin ganz überfordert gerade. Scheiße. Aha. Nope, nope. Nee, zurück, zurück, zurück. Mach weg. Ich will es neu starten. Ja, komm. Nee. Nee, das machen wir so nicht. Nein, nochmal. Huh, alles klar. Wir fangen an. Du kannst unten hin. Boah. Da kriege ich ja Schmerzen in der Hand ohne Ende. Ja, ziehen nicht vergessen. Alles klar, du dahin. Oh Gott, Leute. So viel kann ein Mensch doch nicht klicken. Hui, hui, hui. Du dahin. Dahin. Du dahin, habe ich gesagt. Alison unten hin. Ja, Baby richtig. Komm, das passt. Um dich kümmern, du dahin. So, können wir die. Wir können die Windel noch nicht nehmen. Hau das da rein. Los, hau das da rein. Tu die Giraffen weg und dann nimmst du die Windel für ihn. Dahin. Alison, die Windel, bitte. Boah, Leute, mir wird ganz warm. Das kriege ich nicht. Das schaffe ich nicht. Wie soll man das denn schaffen? Dann kümmere ich mich um dich. Ich weiß, ich muss noch einen machen. Dich schicke ich dahin. Ich muss auch noch klicken, ne? Du kannst dahin. Ultraschall für dich. Das schaffe ich nicht. Boah, das ist ja schlimmer als eine Geburt selbst. Also ich habe noch nie eine Geburt miterlebt, aber ich glaube gerade, dass das hier die absolute Hölle ist. Boah. Ich sehe überhaupt nicht, wo sie hinrennt. Sorry, ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nicht, wo sie hinrennt. Hier haben wir frei. Alison, beeil dich mal ein bisschen. Ich werde gerade richtig böse. Du dahin. Du dahin. Du. Baby drehen. Shit. Jo, hat funktioniert. So, du dahin. Giraffen auffüllen. Ja, füll die Giraffen auf. Kassieren. Mach irgendwas. Du hier unten hin. Also, wenn ich aufgeräumt habe, dann ist erstmal alles gut. Füllst du verdammt nochmal die Giraffen auf, Alison. Bitteschön. Das für dich. So, dann kümmern wir uns um dich. Also, wie gesagt, wenn ich aufgeräumt habe, dann ist alles gut, hoffentlich. Ziehen nicht vergessen. Dahin. Du hier unten hin, ein Diamant, alles klar. Du dahin. Du dahin. Du dahin. Lotion für dich. So. Zwillinge, alles klar, das erste Mal. Zwillinge, du dahin. Windel für dich, ich muss mal abkassieren gleich zwischendurch. Okay, das für dich und Windel für dich. Boah, da wird einem richtig warm, Leute. Wirklich jetzt. Ich muss dahin. Hier muss ich nochmal kurz klicken. Ach ja, hier muss ich ziehen. Stimmt, dann tauschst du mit ihr. So, du gehst dahin, dann kümmere ich mich ganz schön um dich. Dann kümmere ich mich um dich. Das ist so schwer, ne? Puh, wo bin ich? Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Du kommst hier hin. Ach, die ist noch voll belegt. Okay. Alison, kümmerst du dich bitte ein bisschen hier um die Patienten? Ich habe so das Gefühl. Ach ja, ziehen. Boah, was für eine Prüfung. Also von der Punktzahl her schaffen wir das. Ich muss mir gar nicht so einen krassen... Alison, lauf. Ich muss mir gar nicht so einen krassen Stress machen. Aber wow. Das haben wir gepackt. So, jetzt ruhig angehen lassen. Boah, ist das schwer. Boah, ist das schwer. Also, nicht wirklich, was die Punktzahl angeht, aber im ersten Moment sieht es halt einfach super schwer aus, ne? Und ich habe das Gefühl, sie reagiert wieder nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Das ist schon okay. Du dahin. So, jetzt ist nur noch die Punktzahl. Füll mal bitte die Schnuller auf und dann füllst du das hier auf. Du setzt dich hier hin, ich komme eben zu dir, dahin und dann kommst du die Windel. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich bin, wo ich hier überall schon geklickt habe. Ich erst zu dir, dann komme ich zu dir, du gehst da oben hin. Hat sie jetzt andersrum gemacht? Ich weiß es nicht, warum sie meine Klicks nicht so wirklich annimmt, aber ist schon okay. So, du dahin, dann, wo ist das Baby? Da oben ist es. Du kommst dahin, dann einmal Giraffe für dich und gleich auf jeden Fall die Milch noch mal eben kurz erwärmen. So, dann kommen wir zu dir und jetzt läuft doch alles. Wow. Aber trotzdem, im ersten Moment erstmal mega Stress, ne? So, dann kann ich mich da um euch kümmern und dann soll ich es doch haben, oder? 450? Ja, wir haben es. So, dann komme ich zu dir. Und genug Zeit haben wir ja auch noch, ja.
Da war es im ersten Moment wieder schlimmer, als es dann tatsächlich war, aber gut. So, die Schnuller kannst du auffüllen, dich kann ich dahin schicken. Aber trotzdem gut, dass ich das nochmal gestartet habe, weil manchmal ist es echt so, dass es besser ist, sich das Ganze vielleicht erstmal ein bisschen anzuschauen und zu gucken, so, wie kann ich das am besten machen. Dann war das doch ganz okay. So, jetzt komme ich zu dir. Das dreht sich echt ziemlich schnell. Hier muss ich ziehen, das, was ich immer ganz gerne vergesse. Und du kommst hier oben auf den Spielteppich und so langsam bekommen wir dann auch die goldenen Herzen. Das ist schön. So, du kommst hier hin, dann kommst du hier hin. Ach ja, ich wollte ja die Milch erwärmen. Hat das jetzt gerade dann doch nicht funktioniert? Ist da doch irgendwas mit der Milch passiert? Zack und zack. Hat sogar diesmal noch geklappt. Ach schön, das ist für dich. Du bekommst dann die Milch. Und du kommst auf den Ball. Ich weiß gar nicht, warum die immer so zickig und doof aussehen und nicht gut drauf sind. Ich habe keine Ahnung. So, du kommst hier hin, du kommst da hin. Wow, wir haben sogar ziemlich viele Punkte, ne? Da hätte ich mir doch noch einige Fehler vorhin erlauben können, aber naja, umso besser. So, Schichtende, wir kassieren hier. Sehr schön. So, Hausmeister, du hast alle Aufräumaufgaben im Spiel abgeschlossen. Ah, okay. Gut. So, ich würde sagen, wir haben schon lange nicht mehr hier reingeschaut, was da so dazu gekommen ist. Ja, doch einiges. Wie heißt du nochmal? Michael. Michael, genau, das ist das kleine Mädchen. Ach ja, schön. So, dann gucken wir aber auf jeden Fall nochmal in Allisons Wohnung. 40 Diamanten? Wow, nicht schlecht. So, würde ich sagen, kaufen wir die Lampe. Diese neuen Lampen können krönen, nicht können, krönen, mein neues Raumkonzept. Ach, das ist ja schön. So, als nächstes kommt dann einmal 10. Ja, bitte. Diese neuen Vorhänge verleihen dem Raum eine viel gemütlichere Atmosphäre. So, was haben wir hier unten? Schreibtisch. Ich wollte schon so lange einen neuen Schreibtisch haben. Und wie toll ist erst diese Farbe. Ach ja, so, dann haben wir noch 12. Das war's fürs Erste. Und ich wollte noch mal eben kurz nachschauen. Danach kommt Intensivstation. Bei wem sind wir denn da? Sieht man gar nicht. Das ist auf jeden Fall der Ryan. Ach, das wird die Mutter sein. Das ist der Quinn. Und hier kommt dann die Psychiatrie. Okay. Ja, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.